Wir stehen hier am Bahnhof Berlin-Grunewald am Mahnmalgleis 17. Von hier wurden ab Herbst 1941 von den mehr als 50.000 Berliner Jüdinnen und Juden ca. 10.000 in Arbeits- und Konzentrationslager deportiert und dort größtenteils ermordet. Neben mir steht der Historiker und Tango-Tänzer Dirk Dietz. Er ist Autor des Buches Der Todestango. Hallo Dirk. Ja, hallo Jörg. Dirk, der Todestango gilt als rätselhafte Komposition, die angeblich im jüdischen Zwangsarbeiterlager Janowska in Lemberg, das heutige Lviv in der Ukraine, vom dortigen Lagerorchester während der Exekution gespielt wurde. Du hast dich dem Thema angenommen und dazu recherchiert. Ergebnis ist dein Buch Der Todestango, du hast es dabei. Wie bist du auf das Thema gestoßen und um welchen Tango genau geht es? Ja, auf das Thema bin ich auf die Art und Weise gestoßen, wie vielleicht andere auch schon. Sie haben bei einer Milonga aufgelegt und es passiert, was oft passiert, dass jemand an das Pult tritt und sagt, ob man nicht wisse, dass man den Tango Plegaria nicht spielen dürfe, weil das doch der Todestango sei, der im Janowska-Lager gespielt worden sei. Und daraufhin habe ich dann mal gedacht, okay, noch nie was davon gehört. Und dann habe ich getan, was wahrscheinlich alle tun. Man klickt ein bisschen im Internet rum, findet da allerlei Quellen. Aber was ich vielleicht sagen will, was mir sofort ins Auge stach, war, dass keine der dort angegebenen Inhalte irgendwie auf Quellen verweist. Mal sagt, ja, das steht dort oder dort oder dort, findest du weitere Hinweise, sodass ich lange Zeit oder eine Weile glaubte, daran ist überhaupt nichts an der Geschichte. Okay. Und dann im Jahr 2019 habe ich dann doch immer noch mal ein bisschen so nachrecherchiert und dann bin ich doch auf die eine oder andere Quelle gestoßen. Ja, und dann geht eine Quelle von der einen, kommt man zur nächsten und so ja. Ist dann am Ende ein Buch daraus. Zu den Quellen, auf die sich dein Buch stützt, wie genau sieht die Recherche aus? Welche Quellen hast du genutzt und welche Rolle spielt die Erinnerung Überlebender an der Legendenbildung des Todestango? Ja. Vielleicht muss man noch sagen, das Buch heißt ja nicht nur Der Todestango, sondern eben im Untertitel Ursprung und Entstehung einer Legende. Damit ist ja schon ein Urteil getroffen, nämlich, dass es den Todestango zumindest als spezielle Komposition nie gegeben hat. Ja, das ist wichtig, einmal zu betonen. Und das ist auch ein wichtiges Resultat dieses Buches, dass es den Todestango als Komposition nicht gegeben hat. Die Quellen, auf die ich mich stütze, sind zwei im Wesentlichen. Das sind einmal die Berichte Überlebender. Und es sind vor allem Berichte Überlebender, die bislang im Diskurs um den Todestango überhaupt keine Rolle gespielt haben, nämlich die Überlebenden, die unmittelbar nach Ende des Krieges und der Krieg endete in Lemberg, auch für die Lemberger Juden oder auch für die Lemberger Bevölkerung oder Galiciens dann genauer, bereits am 24. Juli 1944. Und unmittelbar nachdem die Rote Armee und dann wiederum auch die Sowjets in Lemberg das Regime oder auch die Macht übernommen hatten, haben sie eine Untersuchungskommission eingesetzt und haben eben die wenigen Überlebenden, die es noch gab, befragt, was ihnen widerfahren ist, was ihnen im Lemberger Janowska-Lager geschehen ist und so weiter. Und all diese Berichte, die habe ich mir kommen lassen. Die liegen auch in deutscher Übersetzung vor, weil die in den Gerichtsprozessen in den 60er Jahren gegen die SS, gegen die Lager-SS im Janowska-Lager oder Teile der Lager-SS, soweit sie überlebt hatten, haben sich die Gerichte eben diese Vernehmungsprotokolle kommen lassen. Die wurden dann übersetzt aus dem Russischen und die habe ich mir kommen lassen. Und das Entscheidende, der entscheidende Punkt ist der, es wird dort viel über ein Orchester gesprochen. Zum Teil werden die Vernommenen auch direkt gefragt, was wissen sie von einem Orchester? Aber kein einziger spricht von einem Todestango. Das ist die eine wichtige Erkenntnis und Quelle. Und die zweite wichtige Quelle sind natürlich die Erlebnis oder nicht Erlebnis, sondern die Erinnerungsberichte der Überlebenden. Da gibt es einige, zum Beispiel Leon Welz, der in der Todesbrigade war, auch unter diesem Titel sein Buch veröffentlicht hat, oder eben ein Sohn Hiobs, unter diesem Titel erschien es dann später und in einer erweiterten Fassung, oder eben David Kahane oder Michael Borwitsch, der ebenfalls in diesem
Lager war. Das sind so die wichtigsten Quellen und natürlich auch alles, was an historischen Quellen nötig ist. Aber darauf kommen wir vielleicht. Zurück nochmal zu Plegaria, also zu dem Stück, um das es geht. Eduardo Bianco, von dem die Komposition stammt, trat mit seinem Orchester zwischen 1939 und 1942 dreimal in Berlin in der Scala auf, wo er auch vor Hitler und vor Goebbels gespielt hat. Also so oder so hat Bianco offenbar von seinen Verbindungen nach Deutschland profitiert, denn immerhin wurde das Kulturprogramm zu dieser Zeit ja von den Nazis zensiert. Die Künstler, die noch auftreten durften, standen also in der Gunst der Nationalsozialisten. Liegt es da nicht nahe, dass die Tangos tatsächlich missbraucht wurden? Dass Tangos missbraucht wurden, das kann sein, das will ich gar nicht ausschließen. Aber man muss sich mal fragen, warum ist es eigentlich wichtig, dass Bianco vor Hitler und Goebbels gespielt haben soll? Warum wird das immer wieder betont? Und es wird immer wieder betont, weil nur so die ganze Erzählung, dass nämlich dieser Tango, sein Tango Plegaria, dann eben zum Todestango werden konnte, überhaupt Sinn macht. Wenn ich sage, der hatte mit dem Nazi-Regime gar nichts zu tun, dann macht das überhaupt keinen Sinn, dann wird es auch nicht plausibel. Der Punkt ist nur, dass Eduardo Bianco zwar dreimal in der Scala war, aber Hitler und Goebbels waren keinmal zugegen in der Zeit. Das kann man nachweisen und da gibt es ein relativ einfaches Verfahren. Man muss sich einfach nur mal die Tagebücher von Joseph Goebbels anschauen, die seit Ende der 90er Jahre, Anfang der Nullerjahre 2000 erschienen sind, 32 Bände, und er hat nahezu täglich Einträge, sodass man also rekonstruieren kann, wann er wo gewesen ist. Und sein Biograf, der Historiker Peter Longerich, sagt, dass diese Einträge außergewöhnlich exakt sind. Also man kann sich daran wirklich halten. Okay. Und daran kann man eben den Nachweis sehr klar führen, er hat nie vor Hitler und Goebbels gespielt. Das ist Unsinn. Okay. Nochmal zur Legendenbildung. Also welche Rolle spielen argentinische Autoren wie Julio Nudlo oder Nestor Pinson oder José Jutkowski oder Enrique Cardicamo bei der Verbreitung der Legende zum Todestango? Ja, da muss man sagen, dass sie leider eine sehr schlechte Rolle spielen. Insbesondere Enrique Cardicamo oder Cardicamo, so sage ich immer, vielleicht falsch. Der ja nun auch sehr alt geworden ist, er hat das ganze 20. Jahrhundert durchschritten, von 1900 bis 1999. Und relativ spät hat er ein Buch geschrieben, 1975, die Geschichte des Tango in Paris. Ja, und dieses Buch habe ich mir mal durchgesehen, das ist nur ein kleines Büchlein. Und da finden sich alle die Legenden, die dann später auch von Jutkowski, Nudler, Pinson und wem auch immer noch einigen anderen weiterverbreitet worden sind, dass er eben also ein Spion der Wehrmacht gewesen sei, dass die Wehrmacht ihn unterstützt habe, dass er vor Hitler und Goebbels gespielt habe, ja, und so weiter. Und das aber, was der entscheidende Punkt ist, Cardicamo gibt keinerlei Belege, wie er auf diese Idee überhaupt gekommen ist. Und das wurde eben von all diesen Autoren, die du jetzt genannt hast, nachgebetet. Und die haben selbst auch nicht nach Quellen oder Belegen gefragt. Haben mal gefragt, ja, woher weiß der Cardicamo das überhaupt? Hat er überhaupt einen Quellenhinweis? Sondern nein, es wurde alles immer wiederholt und so weiter. Und deswegen haben sie leider eine sehr verheerende Rolle bei der Verbreitung des Todestango gespielt. Okay. Ich möchte vielleicht noch einen Hinweis kurz geben. Dieser Strang, das Plegaria, die Melodie sei, auf der der Todestango basiere, die kommt ja relativ spät. Mhm. Die kommt ja erst 1979, nämlich mit dem Zeugnis von Alexander Kulisiewicz ins Spiel. Bis dahin hat man zwar von einem Todestango gesprochen, aber nie von einer Verbindung zwischen Plegaria und dem Todestango. Und ich habe mir auch, eigentlich hätte ich sagen können, es hat den Todestango nicht gegeben, was soll's, dann muss ich mich mit Alexander Kulisiewicz auch nicht mehr beschäftigen. Aber ich habe mich mit ihm beschäftigt und muss sagen, er greift da auf Quellen zurück, leider auf Quellen zurück, die er nicht sehr sorgfältig geprüft hat. Mhm. Sonst wäre ihm aufgefallen, dass diese Quellen nicht stimmen können und dass die Legende von Plegaria als Todestango auch nicht stimmen kann. Okay. Das waren wir noch nicht. Ja. Also man ahnte schon fast, also welches Fazit zum Todestango ziehst du aus deinem Buch? Ja,
Es wäre ein Appell vielleicht auch an die Tango-Szene und nicht nur an die Tango-Szene. Es ist ja nicht nur so, dass die Tango-Szene darüber sich verlautert hat. Man findet auch viele Einträge in der Wissenschaft, also auch in der sehr renommierten Enzyklopädie des Holocaust findet sich auch, dass es eben Stücke geben, die sich erhalten haben, unter anderem eben auch der Todestango. Es wäre mein Fazit, dass derartige Stellen bei Neuauflagen korrigiert werden, auf Grundlage meines Buches oder vielleicht auch auf Grundlage von weiteren Forschungen, die durch dieses Buch angeregt werden. Mein Fazit wäre weiter, dass eben auch der Tango Plegaria künftig wieder in Milongas gespielt werden kann, weil es eben diese Verbindung von Todestango und Plegaria und Janowska-Lager tatsächlich eine Fiktion ist und keine wirklich nachprüfbare Tatsache. Vielen Dank, Dirk Dietz, für das Interview, für deine Zeit. Und wir werden auch gleich den Tango Plegaria hier bei uns in der Sendung Tango on Air hören. Vielen Dank, Dirk. Ja, vielen Dank, Jörg.